Hallo, heute möchte ich euch eine Browsererweiterung vorstellen, die es erlaubt, das Internet auf eine ja, ganz visuelle Art und Weise zu durchstöbern. Das Ganze nennt sich Cool Iris und darauf gekommen bin ich über eine Diskussion im Forum, wo ich die neue Windows Shop-Seite von Amazon vorgestellt habe. Bei Windows Shop kann man mithilfe der Pfeiltasten so eine Art virtuelles Schaufenster durchstöbern. Kann sich hier mit den Pfeiltasten von rechts nach links bewegen und wenn man die Leertaste drückt, dann wird das Produkt, was einen interessiert, nach vorne geholt. Und dann wird ein Video abgespielt oder ein Text wird vorgelesen oder ein Musikstück abgespielt. Das Ganze kam mir bekannt vor, weil ich schon seit längerem die Cool Iris Erweiterung nutze. In meinem Fall für den Firefox, gibt es aber auch für den Internet Explorer und auf dem Mac für den Safari. Damit kann man, wie man das hier in diesem Video sieht, ja, eine ganze Reihe, eine große Menge von Bildern in einer dreidimensionalen Wand darstellen lassen und hat damit einen viel besseren Überblick über eine große Menge von Bildern. Das Ganze installiere ich jetzt mal, indem ich hier auf den Download-Button klicke. Die Adresse der Seite heißt www.cooliris.com. So, und wenn ich hier draufklicke, dann muss ich hier im Firefox nochmal auf den Erlauben-Knopf drücken, dann auf Installieren. So, dann wird die Erweiterung runtergeladen. Das dauert jetzt einen Moment. So, wenn es fertig heruntergeladen ist, klicke ich auf Firefox neu starten. So, dann ruft er automatisch nochmal die Cool Iris-Seite auf. Und jetzt hat sich ein bisschen was verändert in meinem Browser, und zwar habe ich hier oben neben dem Suchfeld einen kleinen Button. Der ist immer dann sichtbar, wenn die Webseite diese Cool Iris Erweiterung unterstützt. Das ist längst nicht bei allen Webseiten der Fall. Noch nicht, das verbreitet sich immer mehr. Aber zurzeit sind es nur wenige Seiten, zum Beispiel Bildergalerien. Diese Seite unterstützt es auf jeden Fall, deswegen ist dieser Button hier oben aktiv. Ich kann draufklicken und sobald ich da draufklicke, werden mir alle Bilder, die sich auf dieser Webseite befinden, in dieser virtuellen Wandansicht, in dieser 3D-Wandansicht dargestellt. Hier unten am unteren Bildschirmrand, da habe ich so einen blauen Scrollbalken, mit dem kann ich mich durch diese Wand bewegen. Und man sieht, auch bei einer großen Menge von Bildern, fällt es damit einem damit relativ leicht, den Überblick zu bewahren. So, wenn mich irgendein Bild interessiert, also ich kann das Ganze auch mit den Pfeiltasten steuern und jetzt auch mich von Bild zu Bild bewegen. Sobald ich ein Bild auswähle, wird das automatisch auch scharf gestellt. Also es wird die höhere Auflösung wird nachgeladen. Hier unten gibt es dann ein Pfeil-Icon, damit rufe ich die Webseite auf der die Großansicht des Bildes eingebunden ist. Ja. Und hier unten kann ich dann wieder zurückkehren zur 3D-Ansicht. Dann lädt er das nochmal und springt dann auch direkt wieder an die richtige Stelle zurück. So, dann verlasse ich jetzt mal die Cool Iris Ansicht und schau mir das Ganze mal mit unserer Galerie an. Leider unterstützt unsere Fotogalerie Cool Iris nicht, deswegen ist der Button hier oben auch nicht aktiv. Ich kann das Ganze allerdings über die Google Bildersuche betrachten und zwar gehe ich auf google.de, klicke hier oben auf Bilder. Dann auf erweiterte Bildsuche und beschränke die Suche auf die Wunderkessel-Fotogalerie. Wunderkessel.de-Galerie. Und dann suche ich nach Kuchenbildern. Klicke auf Google-Suche. So, das ist dann die klassische Ansicht des Suchergebnisses. Die Bilder werden untereinander dargestellt und ich kann hier unten blättern. Ist nicht besonders schnell, nicht besonders übersichtlich, aber hier oben sieht man jetzt diese Google-Bildersuche
unterstützt CoolIRIS. Ich klicke auf den Knopf und dann werden mir die Wunderkessel-Kuchenbilder als 3D-Wand dargestellt und ich kann dann hier unten mit dem Scrollbalken die Wand hin und her schieben und mir ganz schnell einen Überblick verschaffen, welche Kuchenbilder es bei uns so gibt. So. Zoomen geht auch. Na, in dem Fall nicht, dann ist es nur ein kleines Bild gewesen. Ah, gucken wir mal, irgendwo müssen wir auch ein größeres haben. Ja, das zum Beispiel, das ist schön groß. Wenn ich die Detailseite zu einem bestimmten Bild haben möchte, dann klicke ich hier unten auf den Pfeil. Und dann zeigt er mir an, wo er das Bild hergeholt hat. In diesem Fall die Galerieübersicht. Hier kann ich wieder zu CoolIRIS zurückkehren. So, ich nehme mal ein anderes Bild. Das sieht zwar nicht aus wie ein Kuchen. Ich schaue es mir trotzdem mal an. Doch, ist ein Rhabarber-Streuselkuchen. Der da. Ja, das war's soweit. Ich hoffe, ihr findet das nützlich. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Tschüss!